Oh Mann, was macht Charlie eigentlich die ganze Zeit? Ich fahre Stroh weg. Achso. Ich sehe zu, dass Geld der, in die Kasse kommt. Der muss nämlich nicht mit so Chaoten hier arbeiten. Ey. Hör mal auf, hier rückwärts so zu fahren wie so ein Behinderter, ey. Jetzt können wir arbeiten. Jetzt können wir arbeiten. Richtig. Ach, herrlich, ey. Mann, ey, das freue ich mich, ja. Ja, wo waren wir eigentlich von stehen geblieben? Ich weiß es auch nicht mehr, ey. Schade. Hast du mich? Hast du mich? Ob ich dich hasse? Das fragst du mich. Ach so, ja. Ich habe verstanden, hast du mich? Ja, ich habe auch verstanden, hast du mich? Oder hast du Milch? Hast du Milch? Auch. Ich glaube, wir haben mal Stop Milch hier drin. Hast du Brot? Hast du mal ein Brot, ja. Hast du mal eine Marke? Ja, 100 hast du mal einen neuen Computer und eine neue Grafikkarte für mich? Und hast du dies? Oh, kannst du mir noch das von dir geben und noch dies und das und jenes? Tut mir leid, ich habe eine Freundin. Oder eine Frau, besser gesagt, die hier sitzt. Da ist kein Geld mehr übrig am Ende des Monats. Keine Chance. Keine Chance, ne. Nee. Meine Damen und Herren, Charlie Harper. Ja. Stimmt, ey, Charlie ist ja auch wieder da, ja. Das stimmt. Naja. Wer ist das? Das ist Charlie Harper. Du kennst ja auch nicht. Google einfach mal. Ja. Ja. Du weißt ja nicht, wer Helmut Karasek ist. Das finde ich schon bitter genug. Weißt du denn wenigstens, wer Günther Grass ist? Oder Hermann Hesse? Also nicht Günther Jauch, ja. Kennst du Hermann Hesse? Warte, du gehst aufs Gymnasium, oder? Ganz einfach. Helmut Kohl. Wer ist Helmut Kohl? Helmut Kohl hattet ihr mal, ja. Nein, Hermann Hesse. Schriftsteller. Ja, gut gegoogelt. Und wer ist, in welcher Klasse bist du nochmal jetzt? 18. Sag doch mal, welche Klasse du bist. Nicht da, dumm. Nicht die Mal, an denen du sitzen geblieben bist. In der siebten? Nee, da habt ihr noch nicht, habt ihr ihn auch nicht. Wie gibt's denn noch? Wie macht man denn? Kennst du die Leiden des Jugendwärters? Nö. Okay, das kriegst du auch erst im Abitur erst. Wollte ich gerade sagen, das kennst du. Alter, ey, ihr seid wirklich echt Kulturbanausen. Das muss man mal so sagen. Ey, tut mir leid, wenn ich das so festhalte, aber. Ja. Madlex, kennst du die Leiden des Jugendwärters? Ich bin gerade stark beschäftigt und höre ich kaum. Okay, kein Problem. Wahrscheinlich, das ist irgendwie so Waldmeister, wie fährst du? Porno-Titel. Nein. Kreuz und quer. Ich muss aber auch jetzt gerade mal überlegen, wie der Typ nochmal heißt. Über den habe ich musste ich in Deutsch meine Abschlussarbeit schreiben. Was ist die erste Nachkommastelle von Pi? Die erste Nachkommastelle 1. Nein. 3,14, Alter. Die erste Nachkommastelle ist 1. Weiß. Scheiße. Alter, ey. Da versucht er mich noch hochzunehmen, ey. So nicht. Wie hieß denn der nochmal? Es gibt Leute, die. Tscheche, ja, wie hieß denn der nochmal, ey? Jetzt muss ich selber mal kurz googeln. Moment. Warte, wer Tscheche ist oder wer in Tschechien geboren ist? Nein, die Leiden des jungen Wärters. Die Leiden des Let's Multiplayer. Aber wer Helmut Kohl ist, das weißt du, oder? Ja. Ach, so, ja? Die Leiden des jungen Wärters. Was mit Politik? Das ist schon mal nah dran. Bundespräsident. Also die Leiden des jungen Wärters ist von... aktuell oder was? Wolfgang Goethe. Nee. Wer ist Johann Wolfgang von Goethe? Ist ein Balladendichter. Na, endlich mal. Das hatten wir unser letztes Thema in Deutsch, ja. Du willst mit mir kuscheln und warum hängst du mir am Arsch? Ich bin mal ein bisschen schnummerlich für deinen Hund. Fahr mal rückwärts, ich komm noch. Unfassbar, ey. Nein, wie hieß denn nochmal der Tscheche, ey? Jetzt hab ich den selber verwechselt, ey. Die Blechtrommel. Von wem ist die? Jawohl. Oh, das wusste ich mal. Das ist gut, wenn man ein Quizmaster ist. Dann braucht man die Antworten gar nicht kennen. Sondern ja, stimmt. Hast recht, ja. Na? Oder du hast die Antworten schon vor dir. Gerade nicht. Ich habe die Blechtrommel mal irgendwann geschenkt bekommen. Deutsches Literaturgut. Ne? Wollte ich nur mal. Ich habe mir gerade den Verband von Blutspenden abgemacht. Oh.
Aber und schön blau. Unten drunter alles blau. Ja. Alter, hast du nicht richtig abgedrückt? Nee, die hat einfach nicht richtig gestochen, die Krankenschwester vermutlich. Aber vielleicht durchgestochen, das kann natürlich sein. Ja, bei Waldmeisters dünnen Ärmchen ist es auch kein Wunder. Alter, woher weißt du das? Ja. Hallo, sieh mal zu, dass du wieder online kommst. Der Tutgang sind mal Fahrgestell bumsen. Ich bin doch schon wieder da, ey. Ich bin doch schon hinter dir. Dass wir uns hier auch nicht mal zusammenreißen können, ey. Jede Aufnahme endet in einer Eskalation, ey. Ich fühle mich verfolgt, Hilfe. Ja, zu Recht, ey. Naja, die Dienerschaft ist immer hinter einem, gell? Ja. Richtig, das Beste kommt zum Schluss. Ich könnte jetzt mies sein, gell? Wieso? Von den Anhänger abkoppeln. Ja und? Ich fahre weit genug hinter dir. Du musst ihn ja ankoppeln. Oh Mann, was macht Charlie eigentlich die ganze Zeit? Ich fahre Stroh weg. Achso. Ich ziehe zu, das Geld der, in die Kasse kommt. Der muss nämlich nicht mit so Chaoten hier arbeiten. Ey! Hör mal auf, hier rückwärts so zu fahren wie so ein Behinderter, ey. Wieso kann ich nicht den scheiß Anhänger durchbacken? Shadow! Shadow, du musst abtanken da hinten. Mach dich nützlich. Ach, ich bin froh, dass ich manchmal Teamspeak-Rechte habe, ey. Ja, das ist manchmal sehr hilfreich. Ja, ich hätte es viel früher machen sollen. Gar nicht ey. Wie hast du es denn früher gemacht? Wie ich es früher gemacht habe? Einfach voll auf eine andere Teamspeak. Disconnected. Ja. Man sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Herzlich willkommen in der Menschheit. Ja. Oder dass ich mein eigenes TS habe. Oh, übrigens, der HSV hat gewonnen, ne? Finde ich ja schön. Ah. Ja. Ne? Ist mir gerade so eingefallen. Du bist immer noch ekelhaft. Reden wir gerade von Mikado-Weltmeisterschaften oder so? Nein, wir sprechen vom Fußball. Ach, du bist bestimmt Werder Bremen-Fan, ne? Nein. Nee? Nein. Was Hannover? Gegenfrage, was ist Fußball? Wolfsburg? Richtig. Hannover 96? Fußball ist das, wo so 20 Leute den Ball immer hin und her kicken und zwei werfen immer wieder zurück ins Spielfeld. Ja. Ja. Ich kenne das nur so, 20 Deppen, die den Ball hin und her rennen und zwei Pfosten, die ihn zurückwerfen und fangen. Ich bin zwei Pfosten, die ihn fangen. Okay. Eher irgendwie ganz komisch, da gibt es zwei verschiedene Spielregeln. Die einen dürfen kicken und nicht in die Hand nehmen. Und der andere darf nicht von seinem Platz so weit weglaufen, darf ihn aber dann in die Hand nehmen. Ja, aber es gibt auch Leute, die sagen so, hä? Die sind Landwirte? Okay. Virtuell? Hä? Was sind das denn für Spastis? Ja, ne? Da gibt es auch immer wieder welche von, ne? Die, weißt du, die stehen Samstag im Stadion. So, ne? So wie der Swiss, so ungefähr. Ne? So ähnlich sieht das dann aus an dem Samstag. Nachher kotzt dann auch die Tribüne voll. Ja, mindestens, ey. Ach man, ist das herrlich. Oh, da überholt mich wieder einer hier. Bin ich auch immer wieder erstaunt, wie schnell die Zeit eigentlich vorbeigeht hier beim Aufnehmen, ne? Ja. Das ist echt fantastisch, ey. Ja. Ja. Wir haben 3/4 Stunde meines Lebens vergeudet. Ja, stimmt. Und wer hat Schuld? Die Schweizer. Wer hat's erfunden? Nee, halt mal da hinten Abstand, ich habe Berührungsängste. Man muss aber dazu sagen, ich meine, wir haben ja früher schon öfter mal mit Swiss zusammengespielt. Der war da eigentlich immer total lustig und entspannt und locker, ey. Ich weiß auch nicht, was mit dem heute. Ja, beim letzten Mal war da alle super. Beim letzten Mal? Habt ihr das letzte Mal mit ihm aufgenommen? War er nicht beim letzten Mal auch dabei? Letztes Mal, wo Swiss dabei war, war vor einem Monat. Ach so, okay, dann locker hab ich nicht Fall, wenn nicht sogar nee, zwei. Noch, der hat bei LS13 noch mitgemacht. Bei LS15 ja, hat er nicht. Das ist. Arschlang her ist das. LS13 war im Oktober letzten Jahres. Ja. Ja. Ne? Das ist schon ewig lange her. Ne, hatten wir mal einen Schweizer hier? Warte mal, wir waren letztes Mal noch da. Moment, jetzt überlege ich gerade. Ach ne, da hatten wir bloß über Schweizer und österreichisches Fernsehen gequatscht. Ach, genau. Stimmt, mit der Werbung dazwischen. Ja. Genau. Weil bei mir ja nur schweizerisch und Kram da läuft bei mir im Fernsehen. Weil ich kein Bock habe, nach Afrika zu zahlen.
Nee, nee, aber wir hatten... Dann sei froh, wenn auf Kabel 1 oder so Fußball läuft, kannst du auf Kabel 1 Österreich, glaube ich, Criminal Minds oder so kommen dann. Oh yeah. Ich guck gerade American Horror Story. Auch ein sehr gutes. Das will ich mir demnächst angucken. Ist sehr gut, sehr zu empfehlen. Was ich mir jetzt, irgendwie so eine Brooklyn-Serie habe ich mir jetzt angeguckt. Was für eine Brooklyn? Das ist irgendwie mit einem Gangster von früher. Al Capone? Gott, wie hieß denn das nochmal? Du meinst, ach so, hier, du meinst aber nicht die Serie, die in der Prohibition der 1920er doch spielt, ne? Die Boardwalk Empire heißt das. Boardwalk Empire, ja. Ja, kenne ich. Richtig gut. Ja. Weißt du, wer früher die Social Media Kampagne von dem betreut hat? Nee. Ich. What? Ja. Hey? Das habe ich dir schon mal erzählt. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da würde ich meinen Arsch drauf verwenden, dass wir mal irgendwann im Spiel drüber gesprochen haben. Ja, das kann ich vielleicht nicht mal Kamin. Nee, ich war früher in der Online-PR. Habe ich früher gearbeitet und da haben wir für Warner Bros. Bzw. HBO haben wir die Seiten betreut. Und da haben wir die Boardwalk Empire, offizielle deutsche Seite, auf Facebook hochgezogen. Ja. Und ist mir noch immer jetzt mal. Wir haben kein Gas. Wir hatten Boardwalk Empire, Game of Thrones, Gossip Girl, Fringe, Game of Thrones und so, bleibst du mal stehen jetzt endlich? Ja, Entschuldigung. Danke sehr. Ja, auf jeden Fall haben wir ein paar Seiten für die hochgezogen und halt Werbekampagnen geschaltet und so. Und ich habe teilweise die Apps, also diese Spiele, die du früher einbinden konntest auf Facebook, also irgendwie wie ist dein Game of Thrones Name und so oder welchem Haus gehörst du an, das habe ich dann vom Englischen, also wir haben die Apps aus Amerika bekommen und habe ich dann ins Deutsche übersetzt, die Apps. Cool. Ja, das hat Spaß gemacht. Und keine Sorge, ich darf auch drüber sprechen, weil ich habe keine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Yay, super. Ja. Nee, es war aber schon sehr unterhaltsam. Wir haben auch wirklich ganz bewusst uns echte Fans gesucht. Also wir haben wirklich bei Facebook Geld dann dafür bezahlt, dass die Anzeigen geschaltet werden, ne? Ja. Die haben nicht irgendwelche Inder uns genommen oder so, sondern wirklich reale. Reale, echte Menschen. Aber Inder sind auch reale Menschen. Ja, aber keine realen Facebook-Nutzer. Richtig, keine realen Facebook-Nutzer, das wollte ich damit sagen, ja. Zumindest nicht. Also man soll es ja nicht pauschalisieren. Ich habe übrigens mal einen Monat mit einem Inder zusammengewohnt. Und der hat nur Englisch gesprochen. Und der hat dann mich irgendwann angerufen und meinte so, Florian, could you please clean up the kitchen? Und ich so, jetzt mal Inder, I will do that for you. That would be aber great, thank you. Der ist nicht nachts angekommen, hat dir einen roten Punkt auf die Stirn geklebt, oder? Nee, so ähnlich. Ja. Gott, was hat er dir dann auf die Stirn geklebt? Nee, nicht auf die Stirn. Er war auf meinen Bauchnabel. Wieso schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel? Nee, der war eigentlich total nett. Der war Java-Programmierer. Also, dann nett? Ja. Das war bestimmt der Minecraft-Entwickler oder so. Der Notch. Nein, das war eine lustige Zeit auf jeden Fall. Aber man muss das tut mir leid, wenn ich das sage, ich bin ja wirklich nicht klischeebehaftet, ne? Aber wenn ihr. Nein, überhaupt nicht. Nein. guckt euch The Big Bang Theory an. Ganz ehrlich, ey, Mahindra war genauso wie Raj. Ohne Witz, ey. Ich schwör's euch, der war genauso, ey. Ehrlich, ich hab gewusst, worauf ich hinaus ja. Und der nächste ist weg. Was? Wie, der nächste ist weg?